Und zwar werden wir einmal Hüfte ein bisschen bearbeiten, einmal ein bisschen was für die Wirbelsäule machen und ein bisschen Schulter machen. Ja, dann haben wir so die größten Gelenke durch. Und zwar beginnen wir einmal in dem sogenannten Bärensitz. Der Bärensitz bedeutet, ihr setzt euch recht breitbeinig auf den Boden. Eure Fußaußenkante ist auf dem Boden. Eure Knie fallen locker nach außen. Die Hände hinter den Körper stellen, sodass es ein bisschen bequemer ist. Und was wir jetzt als erstes machen, wir aktivieren die Hüfte ein wenig mit Rotationsbewegung. Bedeutet, bringt mal vorsichtig euer rechtes Knie Richtung Boden und nehmt jetzt langsam euer linkes Knie mit in die Rotation rein, beziehungsweise die Hüfte. Dann heben wir das linke Knie ab und das rechte rotieren wir einmal rüber, die Hüfte in der Innenrotation. Hier der Wechsel, wieder rechtes Knie, linkes Knie Richtung Boden, linkes Knie, rechtes Knie. Ja, die Rotation findet in der Hüfte statt, lockerer Wechsel von links nach rechts. Sehr gut. Dann machen wir Folgendes. Wir legen unseren rechten Unterschenkel auf den Boden und wir gehen in einen sogenannten 90-90-Sitz. Ein 90-90-Sitz zeichnet sich dadurch aus, dass wenn wir von oben drauf schauen, haben wir einen 90-Grad-Winkel im hinteren Kniegelenk. Oberschenkel zu Oberschenkel ist ebenfalls über die Hüfte ein 90-Grad-Winkel und unser vorderes Knie bildet ebenfalls einen 90-90-Grad-Winkel oder 90-Grad-Winkel. Was wir tun, wir bringen mal ein bisschen Kraft auf die Innenrotation. Das kann für viele schwer sein. Wir orientieren uns am hinteren Bein. Ja? Das hier ist die Außenrotation der Hüfte. Das hier ist die Innenrotation der Hüfte. Das heißt, wenn euer rechtes Bein vor euch ist, eure linke Hüfte befindet sich jetzt gerade in einer Innenrotation. Und viele merken das schon, wenn sie in dieser Position sitzen. Was wir tun, wir machen uns mal ganz groß, orientieren uns zum hinteren Oberschenkel hin und jetzt möchte ich mal, dass ihr versucht, den Unterschenkel vom Boden abzuheben, aber euer Knie bleibt auf dem Boden. Ja, das sieht so aus. Abheben, wenn das geht und wieder absetzen. Es wird nicht unbedingt möglich sein für alle. Es geht um die Aktivität. Das heißt, es geht nicht zwangsläufig darum, jetzt das Bein abzuheben, sondern wenn ich sage abheben, dann möchte ich, dass ihr versucht, es abzuheben. Okay? Los geht's. Versucht es abzuheben und haltet die Spannung. Nur die Spannung halten, dauerhaft. 5 Sekunden. Und absetzen. Wenn ihr es abheben könnt, ohne viel auszuweichen, gut. Falls nicht, gilt es nur, die Aktivität hier drauf zu bringen. Zweite Wiederholung und go. Atmet. Absetzen. Wir machen 5 Wiederholungen. Und go. Absetzen. Nummer 4 und go. Absetzen. Und Nummer 5. Go. Und absetzen. Wir rotieren auf die andere Seite rüber. Heißt, mit der Rotationsbewegung, die wir gerade schon gemacht haben, wieder einen 90-90-Grad-Winkel in Knie, Knie und Oberschenkel. Wir kümmern uns jetzt um die rechte Hüfte, aber auch um die Innenrotation. Das heißt, wir richten uns zur rechten Hüfte aus, finden unsere Position und versuchen, unser Unterschenkel abzuheben. Unser Knie bleibt auf dem Boden und go. Und absetzen. Und go. Absetzen. Und go. Höher. Absetzen. Nummer 4. Go. Und Nummer 5. Go. Und absetzen. Wir rotieren wieder nach rechts rüber. Wir gehen aus dem 90-90-Sitz raus und gehen in eine sogenannte Taube. Die Taube kennen die meisten. Das heißt, wir ziehen unseren rechten Unterschenkel näher an den Körper ran und setzen uns dann oben auf unseren Unterschenkel drauf. Ja, das heißt, unser Gesäß ist jetzt nicht mehr am Boden, sondern wir sitzen auf dem Unterschenkel drauf. Und hier möchte ich, dass ihr das Bein nochmal ein bisschen nach vorne holt, wenn das möglich ist. Und jetzt möchte ich, dass wir hier die Aktivität reinbringen. Und zwar machen wir Folgendes. Wenn ich sage Go, dann lasst ihr die Hände oder nehmt die Hände weg vom Boden
baut vorher Spannung auf, sonst knallt ihr nach unten. Ich sag, wenn ich sag Go, Spannung aufbauen, Hände weg, halten und dann langsam runterlassen. Wenn ihr unten angekommen seid, Hände wieder nach oben drücken. Stellt euch vor, beim Runtergehen bremst ihr nur mit dem Bein ab, okay? Das heißt, ihr drückt in den Boden und bremst die Bewegung nach unten ab. Wir fangen oben zusammen an, bisschen Spannung aufbauen, drückt mit eurem Unterschenkel in den Boden und Go, langsam absenken. Mit den Händen wieder hocharbeiten. Wiederholung Nummer 2. In den Boden drücken und go. Abbremsen, wieder nach oben arbeiten. Wiederholung 3. Und go. Abbremsen, nach oben arbeiten. Nummer 4. Und go. Nach oben. Letzte Wiederholung auf der rechten Seite. Spannung und los geht's. Und hochdrücken, wir gehen auf die andere Seite rüber. Wir ziehen das Bein näher ran, gehen in die Taube, finden eine Position, bei der wir uns recht wohlfühlen. Ihr könnt selber steuern, wie weit ihr das Bein unter euren Körper schiebt. Spannung aufbauen und langsam absenken. Und mit den Händen wieder hocharbeiten. Und go! Und wieder nach oben arbeiten. Und go. Nach oben, noch 2 Wiederholungen, Spannung und go. Und wieder nach oben. Und ein letztes Mal, go. Und nach oben. Sehr schön. Wir gehen an die Wirbelsäule. Auf alle Vieren, 5 perfekte Wiederholungen, Katze-Kamel, von der Lendenwirbelsäule bis zur Brust- und Halswirbelsäule. Ja, das heißt, den Katzenbuckel beginnen wir, dann bringen wir langsam unser Becken in ein Hohlkreuz, beziehungsweise den unteren Rücken langsam in ein Hohlkreuz bringen. Dann arbeiten wir uns weiter, immer weiter, bis wir bei den Schulterblättern der Brustwirbelsäule angekommen sind. Ganz am Ende heben wir den Kopf. Und kippen jetzt von hinten wieder das Becken und rollen uns von hier zurück in den Katzenbuckel. 2. Wiederholung. Becken kippen. Wirbel für Wirbel nach vorne aufrollen. Nehmt die Atmung mit. Becken kippen, zurück in die Beugung. Nummer 3. Becken kippen. Langsam nach oben. Und zurück. Und wir machen 2 schnellere Wiederholungen, um die Geschwindigkeit zu variieren. Schnelle Beckenkippung, durchschieben nach oben, schnelle Beckenkippung, zurück. Letzte Wiederholung noch schneller, schnelle Beckenkippung, hoch, schnelle Beckenkippung, zurück. Sehr gut. Das war's für die Wirbelsäule. Gehen wir an die Schultern noch ran. Und zwar machen wir... Wir machen ein bisschen Schulterextension, heißt das. Schulterextension sieht folgendermaßen aus. Die Schultern bzw. Arme sind hinter eurem Körper. Ihr wandert mit den Händen nach hinten. Und zwar so weit, dass ihr noch die Brust strecken könnt. Okay, die Brust sollte noch nach vorne rauszustrecken sein. Wenn ihr es richtig macht, sollte irgendwo in dem Bereich eine leichte Dehnung zu spüren sein. In der vorderen Schulter, Brustbereich. Hier bleiben wir erstmal kurz, das heißt, wir gewöhnen uns an die Position. Wir überschreiben die sogenannte Stretch Tolerance, also das, was von unserem Nervensystem zurückgehalten wird. Das machen wir 30 Sekunden. Atmen ruhig, beruhigen das System. Macht euch so groß wie möglich, Brust raus. Atmet. Was wir jetzt machen, wir drücken ganz leicht mit den Händen in den Boden, als wollten wir versuchen, unsere Arme durch den Boden nach oben, nach vorne zu schieben. Ja, der Boden ist im Weg, deswegen nur isometrisch. Es findet keine Bewegung statt. Drückt einfach nur mit den Händen langsam in den Boden. Steigert das ein bisschen mehr. Drückt ein bisschen fester in den Boden. Das ist die letzte Übung für heute. Drückt noch ein bisschen fester. Atmet dabei weiter. Jetzt soll es schon ziemlich zwiebeln im Bereich Unterarm, vielleicht wieder die Schulter vorne. Noch ein bisschen fester drücken
und genau den Druck halten, den wir jetzt gefunden haben. Schultern nochmal nach hinten justieren, haltet das, halten, atmet weiter, lasst das wirken, das darf anstrengend sein. Noch 5 Sekunden halten. Nicht mehr drücken, langsam mit den Händen etwas weiter nach hinten wandern, vorsichtig. Brust raus, macht euch so groß wie möglich, ohne irgendwas zu erzwingen. Atmet. Noch ein bisschen weiter nach hinten wandern. Weiter atmen. Noch 5 Sekunden. Und dann ganz langsam nach oben aufrichten und dann den schwersten Bizeps-Curl ohne Gewicht machen, den ihr je gemacht habt. Okay, die Arme locker bewegen. Wir gehen einmal in so einen Semi-Schneidersitz. Eine Hand auf den Bauch, die andere auf die Brust. Wir machen noch 30 Sekunden bzw. 2 saubere Atemzüge, um das hier einfach sauber zu beenden. Durch die Nase einatmen, der Bauch hebt sich. 4 Sekunden die Luft anhalten. 8 Sekunden ausatmen, durch den Mund, durch spitze Lippen. Das heißt, einatmen, 4 Sekunden durch die Nase, der Bauch hebt sich. Luft anhalten und langsam durch den Mund 8 Sekunden ausatmen. Dabei senkt sich der Bauch wieder. Durch die Nase einatmen. Und wieder Luft anhalten und anschließend 8 Sekunden durch den Mund ausatmen. Wer das noch 1-2 Minuten weitermachen möchte, kann das gerne tun. Die Session ist hiermit beendet. Vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Danke. Danke, Feli.